bin ich wirklich aufgeregt. Ja, etwa in der 9. Klasse, oder ich war vielleicht in der 7. oder 8. Klasse, haben wir immer in der Schule müssen für das Zeugnis müssen auf der Bühne singen. Hemmungen verfolgen uns überall und jetzt ist es auch so bei mir hier. Also vor einer Kamera zu stehen, ist mit gewissen Hemmungen verbunden. Sehe ich gut aus? Habe ich noch etwas zwischen den Zähnen? Oder wie schaut die Frisur aus? Sitzt die? Wie wirke ich? Seriös wie ein Ausstellungskurator? Das Publikum kommt in die Ausstellung und befindet sich als erstes hinter einer Bühne in einem Backstage-Bereich, dort wo sich die Leute auf ihren Auftritt vorbereiten, damit das Lampenfieber ein bisschen kontrolliert werden kann, damit sie wirklich bereit sind, dann auch die Höchstleistung zu erbringen auf der Bühne. Das ist eine künstliche Situation, aber im Prinzip stehen wir ja in unserem Leben eigentlich ständig auf einer Bühne. Wir haben immer Auftritte, ob das im Tram ist, ob das ist, wenn wir wirklich zu Leuten sprechen. Man wird immer in Relation zu anderen Leuten gestellt und ist dadurch immer auch mit sich selbst konfrontiert. Wie verhalte ich mich? Wo platziere ich mich? Wie reagiere ich auf andere Leute, die auf mich zukommen oder mich ignorieren oder mich vielleicht stören? Welche Hemmungen haben dir deine Eltern vererbt? Ja. Im Marzilljungen hast du oben auch nicht gesündelt als junge Frau. Und ich, das wollte ich so nicht. Wollen. Und dann habe ich es gemacht, weil es auch meine Freundinnen gemacht haben. Ich immer so Angst gehabt. Das ist Gruppendruck. Und das ist wirklich Gruppendruck. Das hätte ich nie gemacht. Man kann diskutieren, was dann noch akzeptierbar ist und was nicht. Solche Sachen wie jetzt hier finde ich persönlich einigermaßen harmlos, aber andere Leute finden das natürlich schon too much. Also man merkt dort auch, die Grenze ist eben extrem individuell. Nein, guckst du in die Kamera? Hallo. Hallo, willkommen bei der Aktionsgruppe Hemmungen. Ich bin heute hier und bespreche das Thema, was ich schon immer sagen wollte. Hättest du Lust mitzumachen? Ja, gerne. Bitte, komm rein. Hemmungen, man könnte sagen, sie sind eine innere Bremse, die verhindern, dass wir eine bestimmte Handlung machen. Das kann im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn sein, dass ich wirklich wegen Hemmungen gewisse Dinge nicht mache, die ich eigentlich sehr gerne tun würde. Aber es kann auch sein, dass Hemmungen mich und andere Leute vor unangenehmen Situationen bewahren. Sagen, dass das Essen nicht schmeckt, finde ich immer heikel. Wobei ich ja zum Beispiel nicht gerne Schoki, das sage ich immer. Aber jetzt öffentlich in Restaurants sagen wir eigentlich gleich mal, ich so ein Schweizer Ding vielleicht auch. Dass man sagt, ja, ist gut gewesen. Hemmungen kann man eigentlich nur überwinden, wenn man darüber spricht. Ich hoffe, dass die Besucherinnen und Besucher Erfahrungen mit nach Hause nehmen, also dass sie etwas über sich selbst erfahren. Woran möchte ich arbeiten? Aber auf der anderen Seite vielleicht auch, welche Hemmungen an mir mag ich? Weil zahlreiche Hemmungen, die wir haben, die ich habe, finde ich eigentlich ganz okay. Und ich möchte nicht, dass die Leute hier aus der Ausstellung rausgehen und finden, ich bin jetzt hemmungslos. Das wäre das falsche Ziel, weil in einer hemmungslosen Gesellschaft möchte ich persönlich nicht leben. Also es geht so darum, einen gesunden Umgang mit Hemmungen zu finden.